Alter, Leute. Boah, jetzt können wir da bitte jetzt mal noch kurz in Ruhe machen, ey. Ja, komm mal. Alter, warte, du bist so ein Stück Kot, weißt du? Ich mach Bratenkot. Nein! Da. Fuck. Dennis Kotig heißt ab jetzt. Für mich. Kotig? Ja, Kotig. So statt Hartwig. Ja, wie Kurzen. Kurzes war das geile Wort, Junge. Ja, genau, so wie anriechen. Ja, ich bin vor der Trend, ich hab vor den Trend gesettet, Junge. Oh ja. Aber das sagt man mir auch nach, dass ich einfach vor der settender Trend bin. Adi, was soll das? Ich seh dich doch schon geschlagen. Ich hab dich aber nicht geschlagen, weil ich... Ja, aber ich hab das schon gesehen, wie du da so gewunken hast. Ja, ja. Angeschlagt, oder was? Was hab ich gewinkt? Gewunken? Angewinkt. Angewinkt. Ach so, anriechen? Anwinken. Boah, ist das eine Scheiße, ganz ehrlich. Das kann nicht wahr sein, das ist echt wie Kot aus dem Anus von Peter Pullen, ey, das ist doch schwul. Wird mal wieder Zeit, Bram, ohne Scheiß. Ja. Vorbei, bitte. Ja, Peter muss mal den Darm entleert werden. Komm morgen. Komm morgen. Ich stelle mir genauso vor, wie sie den Darm von Elefanten entleeren, weißt du, so einen dicken Handschuh an und dann geht es los bei Peter. Den ganzen Unrat da rausholen. Ja, mit, wobei, bei Peter ging er mit einer Schaufel und einem Bagger rein. Und die ganzen Glühbirnen und so, was sich nicht alles da reingeschoben hat. Ja, aber man ist hell. Oh, fuck, ey. Ach, Menno. Ich schaff den Nippelsprung nicht mehr. Ja. Boah, die Challenge ist echt grausam. Die ist echt grausam. Nein, Mann. Ich meine ganz ehrlich, die Map-Ersteller müssen sich doch wirklich an nicht gedacht haben, dass kein Mensch diese Challenge komplett ohne Checkpoints einfach macht. Doch, und hat ja auch noch gedacht, dass ja auch noch denken, man würde jedes Mal wieder von vorne anfangen. Ich meine, wer ist denn bitte so masochistisch, ey? Leute, die Maps für uns machen, damit die dich heulen hören. Ja, aber das, ich weiß nicht. Ach, Menno. Das kann doch gar nicht sein, Peterle. Boah, dann hab ich da auch wieder so einen komischen Guru-Sprung. Ein geiler Guru-Sprung. Hast du den Guru-Sprung, heißt das, dein Herz ist jung. Du kannst dich Scheiße. Noch verlieben. Und zwar in Tauben. In geile Tauben. Komm jetzt aber, komm schon. Nein! Oh, Peter, was machst du denn da auch immer? Das ist ein... Fargsprung ist da einfach. Ja, ein Fargsprung. Ich hab voll den Schmand an der Handy. Ich muss mir unbedingt ein neues Mauspad kaufen. Du musst unbedingt mal deine Hände waschen. Ja, das auch. Aber ich muss unbedingt ein neues Mauspad haben. Weißt du, wer das kommt? Was da für eine Schicht drauf ist, ey. Neck mir am Arsch. Ja, aber denkst du, was auf meiner 15 Jahre alten GMX 500 drauf ist? Oh ja. Ohne Spaß. Da kannst du abmachen, kannst einen Reifen draus formen und dann kannst du mit Formel 1 fahren. Ach, nee. Echt mal Zeit für eine neue. Ich glaube, ich verlose. Wenn ich die Maus immer abgebe, dann verlose ich die. Boah, das würde ich aber nicht machen, ey. Das Ding muss eigentlich unter Quarantäne. Ja, kann er an der Handy machen. Die den ganzen Kram da raus und klonen dich, Alter. Voll, ich möchte nicht wissen, wie die sich anriecht, ey. Da hat er jetzt Spaß dran, ey. Ah, Gott. Ich finde anriechen echt ein wirklich voll das geile Wort. Ja, total. Na, komm schon! Sagst du mal Focke? Mal Focke. Ach, Popeye, ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Meine Eier sind so mega dick, ey. Okay, letzter Versuch jetzt hier für heute. Boah, ich komme auf den Nippel überhaupt nicht mehr drauf, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich komme auch gerade schon durch auf die Map klar irgendwie. Ja, auf die Challenge komme ich gerade nicht klar. Ja, okay, ein Versuch noch, dann ist aber Schluss. Wirklich letzter Versuch. Boah, ich schaff das nicht auf den Nippel drauf. Das ist jetzt auch mein letzter Versuch hier.
Peter schafft das die ganze Zeit. Nein, ich raste aus. Er ist sowieso Lennys letzter Versuch. Ja, mein letzter Versuch kommt jetzt. Ja, okay, mein letzter Versuch kommt jetzt. Ja, okay, dann ist das jetzt tatsächlich der letzte Versuch. Boah, Peter schafft halt immer auf den Nippel drauf. Irgendwie hat er da einen Trick, glaube ich. Ja, der hat echt einen Trick. Okay, einer geht noch. Ah, dann ist vorbei. Okay, ich gucke jetzt, wie Peter das versagt. Und dann ist Feierabend. Komm, Peter, du machst das jetzt. Komm. Ja. Jetzt auf den Nippel drauf. Ja. Natürlich versage ich immer. So, komm. Heißt, ich bin nicht gesprintet. Nee, das hat man aber gesehen. Ja, Juli. Schade. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen gleich zum nächsten Mal. Haut rein, egal ein Schnittchen. Ja. Ah ja, genau. Und ganz wichtig noch. Was denn? So. Stimmt. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Minecraft Adventure Map mit dem Hardy und dem Peter. Miau. Und jetzt will ich das aber hier schaffen. Ja, ich wollte gerade sagen hier, Dennis Hilber, die sind ja die absoluten Obernoobs gerade an der Stelle hier. Ja, hast nur jetzt. Hast du den Sprung schon einmal geschafft auf den Nippel? Ne. Ich habe ihn, glaube ich, auch erst zwei. Ja, ich habe gehört, ein Video von dir wurde für den Webvideopreis nominiert. Ach was, ich habe gehört, wir haben auch eine Internetseite, habe ich gehört, ne? Wir haben eine Internetseite, ja. Wir haben eine Internetseite, ja. Wie heißt die nochmal, Dennis? Kannst du das bitte nochmal kurz? Ja, ja, genau. Ich kann das nochmal kurz schreiben. Oh mein Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, warum? Ja, ich bin auf dem Nippel. Haben wir ja nichts mit zu tun, wenn du runterfällst, Peter. Wetten wir, die wird nicht fertig bis dahin. Ich habe noch so viele Änderungswünsche dem letztens erst geschrieben. Ja, egal, pass auf, dann falls ihr diese Folge... Oh, ups. Scheiße. Genau, aber was hat, Hadi, was hat das jetzt nochmal mit dem Webvideopreis auf sich? Ja, ja, stimmt. Was ist das denn? Ist das sowas wie Trash Night oder was? Ja, der Webvideopreis ist sowas wie Trash Night. Ja, wer weiß das? Keine Ahnung. Hallo Christian, wir haben natürlich krass den Channel gewechselt, ist natürlich eine super Sache. Ah, oh, wir sind so voll Idioten. Moment, ich switch uns. Selbstreflexion ist der erste Weg. Oh ja, Selbstreflexion ist der erste Weg zur Besserung. So sieht's aus, haben wir gerade noch Christian schon mitgekriegt. Egal, also was sagst du, Trash Night, Videopreis? Ja, der Kanal bzw. das erste Happy Wheels Video ist für den Webvideopreis in der Kategorie Let's Play nominiert, ja? Aha, wie kommt man denn zu der Ehre? Das weiß ich nicht. Jemand hat wohl das Video vorgeschlagen und das ist wohl unter die besten 6 bis jetzt gekommen. Aha, und wir wollen jetzt natürlich auch nicht das Geräusch. Bis zum 25. kann man noch voten, ja. Und wir wollen natürlich jetzt auch nicht das Geräusch, das Gerücht streuen, dass Hadi das selbst gemacht hat. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Du hast mir davon ja erzählt. Ich hätte das gar nicht gewusst sonst. Ja, das stimmt auch. Ja, und in der Folge 20 der zweiten Happy Wheels Staffel kann man übrigens auch sehen, wie man dafür voten kann. Also wer Interesse hat, ist jede Hilfe dankbar. Hallo, was soll denn hier diese Verkaufssendung, ey? Ja, echt mal. Voll die genau. Ja, Peter, aber wenn ihr was kaufen wollt, ja? Peter, ich kann doch den Clip bestimmt noch hier einspielen, oder? Nein. Also, Brand doch. Ja, stimmt. Ja, kein Problem. Ach, nee. Schickst du mir den Clip. Ja, machen wir jetzt alle 30 Sekunden, spielen wir den Clip jetzt ein. Ja. So, da ist es auch wieder soweit. Hier erklären wir euch einmal ganz kurz, wie wir mit Videopreis für Hadi voten. Ja, wobei, es gibt auch noch eine Jury. Das heißt, Hadi kann sich nicht nur seinen Fame erkaufen. Nee, das stimmt. Es gibt auch eine Jury, die unbefangen ist, ja. Wäre natürlich voll geil, wenn die Jury aus Pizmeet-Zuschauern bestehen würde. Das kann ich mir nicht. Ich weiß gar nicht, woraus die Jury besteht. Ich weiß nur, dass Sponsoren des Events unter anderem ProSieben ist. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, das ist dir schon aufgefallen, ne? Nehmen wir aber noch eine ganze Menge andere Sponsoren. Ja, keine Ahnung, wir sind auf jeden Fall mit alle 6 dann am 25. in Düsseldorf und können danach sogar direkt das Champions League-Finale sehen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob diese Folge davor rauskommt, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ah, das ist aber noch. Das sind noch 19 Tage. Ja, ich weiß. Aber wir haben auch mega krass aufgenommen. Haben wir das? Ja, ich kann mal ganz kurz gucken. Was ist das Coole? Ich habe ja meine Liste mal auf. Doch, knapp. Tatsächlich. Oh, ja, perfekt. Ja, gut. Ja, wenn ihr das jetzt seht. Besser. Bis dahin könnte auch hier Pizza mit dir fertig sein. Huch. Ja, das könnte sogar echt sein. Ja, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall sind wir ja, glaube ich, auch vor dem Event. Da ist ja irgendwo auch so ein Community-Event, oder? Ja, da bin ich jetzt natürlich nicht besonders gut informiert. Ja, das kommt auf jeden Fall nämlich danach raus, weil wir waren nämlich letzte Woche, waren wir im Moviepark. Ja. Also, nee, ich meine vor der Preisverleihung tatsächlich. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Vor dem Kapitol quasi die Möglichkeit ist, dass man da... Ja, da können wir mit Obama reden, vor dem Kapitol.
Nein, da können die Leute mit uns reden. Stimmt. Und mit Obama. Stimmt, das hat man ja auch gesagt. Nein, nicht mit Obama. Ja, das ist aber vor dem Kampf. Ich weiß gar nicht mehr. Ich stehe hier und ich wollte dich gerade fragen, wie du hier hingekommen bist. Nur mit Laufen oder auch Springen? Weil nee, ich kann springen. Ja. Sprint, Sprung. Aber eine ganz wichtige Frage, die wir natürlich noch beantworten können, ist, was ist denn der Webvideopreis überhaupt? Ja, das kann ich ehrlich gesagt nicht mal beantworten. Kann ich auch nicht so mega beantworten. Also den gibt's erst seit 2010 oder so? Ich glaube, der wurde erst zweimal verliehen auf jeden Fall. Ja, genau. Also der könnte 2010 sogar hinkommen. Ja, der wurde erst zweimal verliehen. Ja gut, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wer früher die Gewinner waren beim Let's Play. Ja, so einfach ist das. Wir sind einfach so famous, wir wissen nicht mehr, was wir gewinnen. Wir gewinnen was ist das, einfach. Was ist das überhaupt für ein Preis? Ist das eine Urkunde oder ist das eine Trophäe, die man sich irgendwo hinstellen kann? Das ist so eine Katze, wo das reinrasiert ist. Ich habe keine Ahnung, Hadi. Sorry. Oh, fett. Im Prinzip falls wir gewinnen sollten, können wir die ja theoretisch euch. Oh, ja, okay. Ja, genau. Ey, wir verlosen die Trophäe. Sagen. Okay, ja. Ich hab's geschafft! Genau, oh yeah! Genau, oh yeah. Lol, nicht im Ernst. Oh doch. Ja, Peter beteiligt sich aber nicht an Unterhaltung. Peter ist kein Beitrag für die Adventure-Map. Klar, ich hab mich gerade da wohl auf jeden Fall an den... Er hat wieder immer direkt versucht, einen zu dissen. Wieder direkt versucht, sich jetzt zu rechtfertigen. Ist viel lustiger. Boah, Peter, wie... Ich muss ja das richtig stellen. Ja, Dennis, jetzt Quatsch, hat Peter das geschafft. Jetzt können wir ja auch, falls wir das nicht schaffen sollten, aufgeben. Es hat zumindest einer geschafft. Warte. Ich hab immer diese. Alter, ich kann nicht springen, wie geht denn das? Diese Denkweise von dir habe ich noch nie verstanden irgendwie. Einer hat geschafft, also können wir aber springen, hä? Ja, wenn das jetzt wieder eine Stunde dauern sollte, dass wir hier rumspringen, weil Dennis und ich sind. Wobei Dennis ist gerade extrem noobig. Ja, ich bin gerade echt richtig schlecht, das stimmt. Ups. Erst wenn die Leiter hochkommen. Boah, da wollte ich mir gerade richtig geil Spaghetti Bolognese kochen, ruft Dennis an. Ja, lass mal aufnehmen. Ja, und Spaß, du hast auch den Zeitplan durcheinander geworfen. Wenn nächstes Mal das stimmt. Freundlicher, das wenn stimmt. Du nicht an dem Tag, wo du kommst, anrufst und sagst, dass du nicht kommst. Ja, ich wusste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, ob ich schon eine Zugfahrt nehmen darf, wenn die einen Tag vorher ist. Ach, du bist doch schon 100 Mal mit dem Zug gefahren und weißt, dass man das reservieren kann, ohne Probleme. Ja, aber ich dachte immer, ich weiß nicht, ob man die nur nach hinten raus, weißt du? Ich dachte, dass das Ding erst ab dem Buchungsdatum gültig ist und nicht schon einen Tag vorher, weißt du, was ich meine? Ah Gott, du bist so eine Pflaume. Ja, manchmal. Das ist auch schön, dass du dir jetzt darüber Gedanken gemacht hast, dass du schon letzte Woche wo du ein Ticket gekriegt hast. Ja. ja, das stimmt. Das ist meine Kappe. Ja, und deswegen mussten wir dich jetzt hier einfach mal anlabern, weil damit wir alles aufnehmen können für die Zeit, wo du in Paris bist, weil das war ein richtig geiles Wochenende, habe ich gehört. Es war ja gar kein Wochenende. Ja, stimmt, durch die Woche war es. Es war richtig geil. Durch die Woche. Du mit Christian, boah, ihr habt richtig viele Videos gemacht, habe ich gehört. Ja, es war ja, richtig viele. Ja, und zwar alle hier zu sehen, weil Peter hat die nämlich manuell eingebunden, das ist voll geil. Und da hinten immer so, die blinken auch immer so und jedes Mal, wenn die blinken, klickt Peter auf so einen Knopf. Soll ich die Kamera vorbeibringen? Die liegt hier noch neben mir. Ja, stimmt, das soll ich Hadi auch mitbringen. Ja! Na gut, aber ich wusste gar nicht, dass wir mit dem Zug kommen. Ich dachte, ja, mit dem Auto. Mit dem Auto mit dem Zug wäre voll Spaß gewesen. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Wollte es aber nicht so sagen. Ich wollte sagen, was ist das denn für eine scheiß Idee, Peter? Ja, wie gesagt, ich dachte, wenn ich gewusst hätte oder daran gedacht hätte, dass du mit dem Zug kommst, dann hätte ich da doch. Nein! Ja, das ist hier wieder, ne? Und ich weiß noch gar nicht, ob ich vielleicht einen Tipp geben. Nee, Moment, ich guck dir erstmal zu, vielleicht machst du das eh schon richtig. Ob ich es tatsächlich aushalte, während wir da sind, ich die ganze Zeit in dem französischen Akzent spreche. Ich versuch's auch. Das wäre so awesome. Oh mein Gott, und ich weiß jetzt gar nicht, ob unsere Interviewpartner Englisch sprechen oder sogar Deutsch sprechen, selbst dann. Deutsch sprechen die auf gar keinen Fall. Die werden Englisch sprechen. Ich dachte, wir hätten da vielleicht eine deutsche oder eine deutschsprachige Kontaktperson gehabt oder so. Aber ich kann den französischen Akzent nicht ins Englische. Das muss ich noch üben. Ja, dann hast du ja Zeit jetzt, wa? Da du ja nicht gekommen bist. Kannst du das ja dann mal machen. Ich kann mal gucken, ob das schwierig ist oder nicht. Mit einem deutschsprachigen Kontakt musst du nicht nach Paris fahren, Nadi. Nee, da gebe ich dir wohl recht. Warum nicht? Ist doch voll geil. Du kannst dich in Paris treffen, unterm Eiffelturm. Dann liebt man sich leidenschaftlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das auch zocken könnt. Das fände ich wichtig. Oh. Also, ihr werdet das wahrscheinlich nicht filmen dürfen, aber zocken wäre awesome.
Ja, und zwar machst du einfach unsere Handykamera-Videos und dann laden wir das hoch als geleakte Version. Wir bei Feeds.de haben ja. Ansonsten halten wir einfach die Kamera auf uns, während wir das zocken, und dann lassen wir unsere Emotionen für uns sprechen. Das wäre auch witzig. Im Hintergrund hat irgendwie den Trailer laufen lassen oder so. Ja, genau. Nee, gar nichts, einfach gar nichts.